Mein Name ist Andreas Tönnies, ich vertrete hier die Sparda Immobilien GmbH. Wir sind eine Tochter der Sparda Bank Hamburg, einer Privatkundenbank, die hier im Bereich Nordniedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein unterwegs ist. Wir sind eine reine Immobilientochter. Wir haben 45 Mitarbeiter und beschäftigen uns ausschließlich mit Wohnimmobilien. Wir haben ein Sachverständigenbüro mit 6 Sachverständigen. Wir haben einen Erziehungsberater, wir haben technische Berater, einen Käuferberater, einen Hauscoach. Wir haben eine Projektvermarktung, wir haben viele Makler und beschäftigen uns mit allen Fragen rund um die Wohnimmobilie für unsere Kunden. Das Modell besteht darin, dass wir Bauträgern Abnahmegarantien anbieten. Das heißt, wir sichern ihre Vorverkaufsauflagen über notarielle Verträge ab, nehmen ihnen das Exit-Risiko, also kaufen Wohnungen an, die nicht verkauft werden, wenn wir sie im Vertrieb haben. Und dieses Risiko können wir als Bank abbilden und können damit Wohnprojekte für den Vertrieb akquirieren und bieten es qualifizierten Maklern, die diese Möglichkeit nicht haben, auch an, mit uns gemeinschaftlich zu machen. Ich finde das sehr interessant, sehr passend und ich finde auch, das prägt oder macht glaubwürdig, mit was wir uns hier beschäftigen und stellt das auch visuell dar, diesen gesamten Bereich. Ich finde das hervorragend. Wir sind sehr zufrieden, ja. Wir haben viele neue interessante Kontakte, Partner kennengelernt, wir haben mit vielen Bauträgern sprechen können. Da wir selber Bauträger waren, ist da der Weg kurz. Und das Format hier ist eine großartige Immobilienmesse, wie der Schick dann schon sagte, mit einem riesen Angebot, ein toller Austausch, hervorragende Referenten. Also wir sind sehr glücklich mit dem Immobilientag hier. Mich persönlich haben diese tatsächlich auch fachfremden Vorträge, wie jetzt gerade von dieser Extremsportlerin, die diesen schweren Schicksalsschlag erlebt hat, sehr berührt. Sprachtraining, solche Themen, Umgangsformen. Dinge, die im Alltag so ein bisschen, sagen wir mal, außen vor bleiben, wenn man sich zu sehr mit seinen Immobilien beschäftigt. Das finde ich sehr inspirierend. Und ich finde es toll, dass diese Möglichkeiten hier geboten werden, auch sehr hochkarätige Leute, auch Verkaufstrainer mal aus der Nähe kennenzulernen und ja, ein Spektrum aufgezeigt zu bekommen, das man so im Alltag einfach nicht hat. Und natürlich die gebündelte Präsentation von Dienstleistern, Partnern, ist ein einzigartiges Forum. Wir sehen die Zukunft gerade in der Vernetzung, in der Kooperation. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung halten wir das für sehr wichtig. Und wir haben viele neue Geschäftspartner hier auch kennengelernt, die wir uns zum Teil auch verabredet haben, aus ganz Deutschland und zum Beispiel im Bereich Ferienimmobilien, den wir gerade aufbauen wollen, sagen wir mal, gemeinsam zu befeuern und zu bearbeiten. Also es ist ein Miteinander, kein Gegeneinander.